Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Outriders. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Letzte Folge haben wir das schöne Vieh hier einmal besiegt und haben dafür eine goldene Pumpgun bekommen. Und ich muss sagen, die sieht verdammt geil aus. Zeig dich mal. Nee, nicht so. Wir stehen zu nah an der Wand. Moment. Jetzt. Hat schon was. Ich bin zwar eigentlich nicht so der Freund von Pumpguns, ihr wisst es, aber wir probieren die einfach mal aus in der nächsten Mission. Vielleicht kann ich mich ja doch noch mit anfreunden. Wir gucken mal, was sollen wir machen? Zum Team zurückkehren? Oh nein. Obwohl doch, hier müssen wir ja raus. So wird es auf keinen Fall enden. Ach, sagen dir das deine magischen Scheinvisionen? Es sieht verdammt nochmal nicht so aus, als kämen wir hier raus und... Was? Nein, ist schon gut. Irgendwas passiert. Wer zum Teufel seid ihr? Hey, wo bringt ihr uns hin? Wer zum Teufel seid ihr, verdammt? Sobald wir Dr. Scarlock erreichen, werden all eure Fragen beantwortet. Zu spät. Wir schaffen es nicht mehr zum Arzt. Zurück, oder deine Leute sterben. Dann sterbt ihr mit ihnen. Ich bedrohe sie nicht, Arschloch. Ich versuche nur, sie zu retten. Was zur Hölle? Was genau ist da drin? Bitte, keine Angst. Mein Name ist Nathan Scarlock, Xenobiologe. Dr. Abraham Zahedi, kannst du uns vielleicht erklären, Zahedi? Was... Oh Mann, welch unerwartete Ehre. Ich habe die Arbeit deines Vaters verfolgt. Das heißt, solange es möglich war. Ich habe weniger Anspruch auf Ruhm. Doch wie ihr seht, habe ich einen Durchbruch erzielt, der uns gute Dienste leistet. Sag uns, wie es funktioniert. Ja, natürlich. Entschuldigung. Dieser Pilz war nicht immer so. Seine DNA wurde verändert. Meine Formel bewirkt nur, dass der Pilz sich selbst angreift. Hier können alle, die es bis zu uns schaffen, in Frieden leben. Mein Gegengift muss täglich injiziert werden. Ohne wagt sich keiner von uns weit vom Lager weg. Wir haben jeden Monat eine kleine Zeremonie. Ihr kommt gerade rechtzeitig. Keine Veränderungen. Tut mir leid. Ich hoffe, dass der Rest deines Konvois heute Abend dabei ist. Wir haben nicht vor, lang zu bleiben. Oh, jenseits von hier lauert nur der Tod. Bis der Truck repariert ist, sitzen wir eh fest. Gut. Danke. Ja, komisch, dass wir auf einmal schwarze Haare hatten in der ersten Videosequenz. Hat wohl wieder mal was gebackt. Jakob. Hier, das habe ich im Wald gefunden. Das gehörte Cuthbert. Wir waren schon mal hier. Scheiße. Es kam mir gleich so bekannt vor. Ich dachte, es sind Scurlocks Spritzen. Aber wenn du dir keine Ersatzpumpe aus dem Arsch holst, kommen wir nicht weit. Ein Truck musste hier bleiben. Damals, beim ersten Sturm. Vielleicht kann ich ihn finden. Finden? Das war vor 30 Jahren. Nicht für mich. Dann finden wir den natürlich. Ich hoffe, da sind nur gute Sachen in der Spritze und er verarscht uns nicht. Das wäre äußerst schlecht. Wir haben aber immer noch die Nebenquest. Das Erbe der Outriders. Wir können mal kurz gucken. Wir sind eine Stufe aufgestiegen, können natürlich jetzt auch wieder einen Klassenpunkt vergeben. Und wir gucken mal, was gibt's denn hier Schönes? Waffenschaden gegen markierte Gegner um 10%. Erhöht deine Anomaliekraft für jeden freigeschalteten Magma-Golem-Klassenknoten. Was ist denn ein Magma-Golem-Klassenknoten? Ist das hier Magma... Nee, Feuersturm? Keine Ahnung. Erhöht dein Lebensentzug um 6%. Ist gar nicht so schlecht. Widerstand, Verbrennung... Und hier unten, ich würde jetzt nicht auf zu viele verschiedene Skillbäume gehen. Eigentlich würde ich ganz gern den in der Mitte machen. Wir können ja eh jederzeit zurücksetzen und mal umswitchen. Ich glaube, ich nehme den Lebensentzug. Weil gerade jetzt, wo wir Solo spielen, ist doch alles, was an Leben angeht,
Alles, was Leben angeht, sehr, sehr vorteilhaft. So, suche im Wald nach Sergio oder Mercer Acosta. Gucken, wo uns das Navi hinführt, aber wir sind ja jetzt im Wald. Weiß nicht, ob er uns auch gespritzt hat und er hat ja auch gesagt, keine Veränderten heute Abend. Er wird ja wissen, dass wir verändert sind. Unsere Augen haben ja mal wieder geleuchtet. Ich würde sagen, so fett bin ich doch gar nicht. Ja, ich habe ein bisschen zugenommen. Lag 30 Jahre im Schlaf, hab nichts verbrannt an Kalorien. Aber deswegen gleich eine Brücke zu verstärken, also. Ja, die war bei mir. So. Wir machen jetzt erstmal die Nebenquest weiter, bevor es hier mit der Hauptstory weitergeht. Costa oder Mercer hier. Sollte mich umhören, wenn ich das Rätsel um den Outriders Bunker lösen will. Ein Sammelobjekt. Du hast was an dir, das mich an jemanden erinnert. Was haben wir denn hier? Vergessen würde. Ach, hier ist er ja schon direkt. Okay, ging ja fix. Was darf's denn sein? Schöner Mantel. Du bist ein Outrider. Dachte, die wären alle tot. Noch nicht. Wem hast du den geklaut? Das alte Ding. Von meiner Mutter geerbt. Ihr Alter war ein Outrider. Oh, Scheiße. Wer war er? Sein Name war Jack Tanner. Kanntest du ihn? Tanner war ein guter Mann. Er war mein Captain. Er starb, als er verhindern wollte, dass alle auf dieser Scheißwelt landen. Es ist mir eine Ehre. Na, er würde sich sicher im Grab rumdrehen, wenn er mich jetzt sehen könnte. Willst du jetzt was kaufen oder was? Dein Vater, Sergio Acosta, was ist ihm passiert? Du kennst ihn? Nur flüchtig. Tja, war erst schlau genug, den Dschungel zu überleben. Und dann so dumm es nochmal zu versuchen. Und das war allein meine Schuld. Was war? Also, meine Eltern waren echt besitzergreifend. Ich verbrachte mein ganzes Leben in einem Bunker. Wir bringen das größte Opfer für den Schutz der Menschheit, sagten sie. Aber weißt du was? Sie sagten mir nie, was wir da eigentlich beschützten. Irgendwann hat's mir gereicht. Bin abgehauen. Aber mein Dad ließ nicht locker. Er folgte mir, wollte mich finden. Mich retten. Vergebliche Mühe. Klingt ganz nach einem Outrider. Vor einiger Zeit stieß ein Späher im Dschungel auf die Überreste seiner Expedition. Aber ich konnte einfach nicht selbst dorthin gehen. Aber wenn du über sie stolperst, könntest du mir dann etwas mitbringen? Ein Bild meiner Mutter, das er an einer Kette trug. Ich werde nach ihm suchen. Hey du, Neuling. Hier machen wir doch glatt. Jeder braucht doch mal das eine oder andere. Und ich mach dir einen guten Preis. Wir haben eine neue Tagebuchnotiz, die schon wieder ewig lang ist. Ach, ich hab's in einer der letzten Folgen schon gesagt. Ich fände das so schön, wenn das einfach kurze Informationsschnipsel wären. Dann würde ich mir auch durchlesen und viel mehr über das Spiel wissen. Aber solche langen Texte. Jetzt weiß ich, wo ich Sergio Acosta finde. Und er hat vermutlich auch den Schlüssel zum Bunker. Solche langen Texte, das kann sich doch keiner antun. So, dann machen wir jetzt mal auf den Weg und gucken nach den Überresten. Es wäre wahrscheinlich wieder sinnvoller gewesen, wenn wir gleich mehrere Quests hätten angenommen. Aber wir machen jetzt erstmal die und dann gucken wir mal, was wir hier noch so alles Schönes haben. Öffnet das Tor für mich. Hey, hat geklappt. Wir hatten den Bug, glaube ich, schon mal mit der Haarfarbe, dass die auf einmal schwarz war. Hey,
als wäre es gestern gewesen. Einige weiß ich aber noch auswendig. Bitte aufhören. Ich meine das ernst. Ja, over and out. Schöne Sache. Jakob ist schon eine coole Socke. So, wir sind im Wald. Die ersten Gegner kommen. Phaserstrahl. Gleich ein Kriecher zum Start. Das allererste Gegner im Wald. Ich glaube, da können wir uns ungefähr vorstellen, was uns erwartet. Wir wollten eigentlich mal die Pumpgun ausprobieren. Jetzt nicht unbedingt gegen die kleinen Biester. Nein, geh weg mit deinem Strahl. Machten die für Schaden? 700? Ich weiß nicht, aber ich kann mich einfach nicht anfreunden damit. Weiß nicht, ob die vollautomatischen, ob das vielleicht nochmal eine bessere Alternative ist. Stirb. Mist, ich dachte, er stirbt, bevor ich Schaden krieg. Also klar, gegen die Kleinbiester und so ist das alles ganz cool, aber ich weiß nicht, es ist mir einfach zu langsam. Ist halt schade, ist eine schöne goldene Waffe. Ich meine, zerlegen können wir sie immer noch und dann holen wir uns halt den Stufe 3 Skill, der drauf ist. Outrider, du glaubst gar nicht, wie viel ich von Dr. Skurlock schon gelernt habe. Lass dich nicht ablenken. Deswegen sind wir nicht hier. Aber wir sind unter anderem auch hier, um alle aus den Schützengräben zu retten. Könnten wir nicht einfach das Gegengift zu Shira bringen? Das würde alle, die das Gegengift herstellen, den Kopf kosten. Hier ist jeder ein Deserteur, schon vergessen? Oh, stimmt, das hatte ich nicht bedacht. So sieht das nämlich aus in der Welt. Ich würde mal noch nicht ganz so viel Vertrauen schenken. Halt auch ein bisschen merkwürdig, dass er keine Veränderten dabei haben möchte. Wir bekommen eine Kiste. Was gibt grüner Loot? Hey. Und noch ein bisschen Schrott. Weiß gar nicht, wie sieht es denn aktuell eh aus? Wie sieht man aus? 18.000. 90 Titan. Das nimmt halt im späteren Verlauf des Spiels noch ganz andere Ausmaße an. Deswegen kommt mir das einfach gerade zu wenig vor, weil mit meinem Multiplayer-Charakter stehen da überall mal noch 2-3 Nullen mehr dran. Wir müssen mal gucken, so wirklich viel gekauft haben wir noch nicht, aber ich finde, man kommt auch so aktuell ganz gut durch. Ein Drittel der Weltstufe 8 haben wir bereits. Mal schauen, ob wir damit weiterkommen. Weil der Wald wird schon heftig, hier habe ich schon gespielt. Das muss man schon sagen. Mal schauen, wie gut wir durchkommen. Ob wir vielleicht doch noch was kaufen müssen. Keine Alphas, bitte. Bin ich zu weit weg? Nee, hat gepasst, glaube ich. Ja, und wir gucken einfach mal. Ansonsten stellen wir eine Weltstufe runter. Aua, ich wollte doch noch wegspringen. Er war einfach zu schnell. Ja, an sich, ich sag mal, die Schrotflinte hat natürlich einen ganz guten Durchschlag, gerade so gegen Gegner, die stärker sind bzw. gepanzert sind, wie er hier zum Beispiel. Ich glaube, wenn wir damit so einen kritischen Treffer landen, das geht schon ganz gut klar, aber halt 6 Schuss, wir müssen sehr nah ran. Vor allem sind halt die Magazine auch generell einfach so klein, ne? Schaut mal, wir sind schon wieder fast leer mit dem Magazin. Es gibt nichts Schlimmeres als Munimangel, aber wenn so ein komplettes Magazin bloß aus 30 Schuss besteht, dann wird sich das nicht verhindern lassen, dass man in den Munimangel reinkommt. Dass es munimangelig wird, sozusagen. Ich baller jetzt mal ein bisschen mit rum, dass wir die wenigsten ausprobiert haben, aber ich glaube, ich werde wieder auf Scharfschützengewehr umswitchen. Obwohl Scharfschützengewehr hier im Wald vielleicht gar nicht so viel bringt, weil wir haben halt hier größtenteils solche Viecher am Start. Scharfschützengewehr ist halt natürlich bei den ganzen Rebellen, bei den Verbannten ganz praktisch, weil die ja halt auch in Deckung gehen und so. Aber das machen die natürlich nicht. Ja, mal schauen. So, ich baller hier drauf, hab nicht eine Fähigkeit benutzt gerade. Das sind halt auch nur diese kleinen Biester.
Da bin ich mir immer zu schade für. Und dann hauen wir uns jetzt doch nochmal Lavageschosse drauf. Wo ist der Rest? Gut. Ich hab dich doch schon gesehen, komm her. Ja, deswegen, ich glaube, die Schrotflinte kommt wieder beiseite. Wir werden die zerlegen. Ich muss noch mal gucken, was genau für ein Skill drauf war. Ich hatte es zwar letzte Folge mir, glaube ich, durchgelesen, aber ihr wisst doch, ich und mein Alzheimer. Wir haben Killshots jagen die Gebeine des Gegners in die Luft, die Knochensplitter verursachen bei Gegnern im Umkreis von 5 Metern Blutungen und fügen ihnen 1320 Schaden zu. Ach nee, das ist das Stufe 2 Ding. Killshots gewähren 3 Sekunden lang einen schützenden Golem-Effekt. Habe ich jetzt gar nicht gesehen, dass wir das hatten, aber kann sein, dass das vielleicht nicht animiert ist. Gucken nochmal fix hier oben, ob es hier irgendwas Schönes gibt. Das ist das Wasser, es war gerade voll laut auf dem einen Ohr bei mir. Guck mal hier. Wenn es jetzt nicht backen würde, dann könnten wir sogar Eisen abbauen, aber es möchte irgendwie nicht. Ach, schade. Passiert leider öfter mal bei solchen Dingern. Nee. Ein Versuch noch. Nö. Macht's nicht. Na gut, dann geht's weiter. Bam. Sieht mir ein bisschen zu ruhig aus, sage ich doch. So, was kommt denn hier alles Schönes? Was haben wir denn? Waldreißer. Also ich muss immer wieder erwähnen, die Lavageschosse ist einfach die geilste Fähigkeit. Beim Technomancer heißt es Pestkugeln. Auch da meine Lieblingsfähigkeit. Die hat, glaube ich, jeder. Jeder Charakter hat so eine Fähigkeit. Türkische Kugeln heißt es, glaube ich, beim Assassin und bei dem anderen Charakter, bei dem Tank, weiß ich es nicht. Oha. Ihr tut mir weh. So. Häserstrahl. Fupp. Wurden sie alle mal gegrillt. Ist da gerade noch einer? Hier ist er doch. Wollte schlau sein, hat sich kurz versteckt und wollte dann schön aus dem Hinterhalt uns in den Rücken beißen. Aber nicht mit mir. Einer kommt angerannt. Bam. Müssen mal gucken, ob ich mich mit der Fähigkeit anfreunden kann. An sich schon irgendwie cool, aber diese lange Aufladzeit, also nicht die Abklingzeit, sondern die Zeit, bis der das halt eingesetzt hat. Die, weiß nicht, die macht mir irgendwie noch ein bisschen Sorge. Und wenn man mal guckt, das hat jetzt die Hälfte vom Leben abgezogen. Das haben wir innerhalb von einer Sekunde mit unserer Waffe erledigt. Weiß noch nicht so genau. Es werden immer mehr, aber das sind mir tatsächlich immer noch die liebsten Gegner. Die kommen halt einfach alle schön nacheinander angerannt. Wir haben keine Muni mehr. Und man kann einfach ordentlich draufhalten, ohne sich groß anstrengen zu müssen. Ja, dann machen wir hier an der Stelle erstmal Schluss mit der Folge. Oh nein, jetzt kommen nochmal Gegner. Wir haben aber auch keine, wir haben kaum noch Munition. Gibt's hier irgendwo Muni? Kommen die jetzt schon angerannt? Die kommen jetzt schon angerannt. Na gut, die Lavageschosse verbrauchen zumindest erstmal keine Munition. Hier kommen noch zwei. Wollte ich so eigentlich nicht, triff in die Mitte, dass wir alle treffen. Ah, hat natürlich nur einen erwischt.
Lade doch nach. Schneller. Ich glaube, ich habe irgendwo so eine Munibox übersehen. Eigentlich sind wir bis jetzt nie groß in Bedrängnis geraten. Wir hatten halt aber auch nie eine Schrotflinte dabei. So, jetzt haben wir sie besiegt. Ah, ich sehe schon wieder neu auf der... Ach, Mist. Die wollen nicht, dass ich Folgenende mache. Merkt ihr das? Wie sie einfach nur alle dastehen. Schöne Sache. Und du auch noch. So, jetzt aber. Ich danke euch erstmal fürs Zuschauen. Morgen 17 Uhr erkunden wir den Wald weiter. Bis dahin. Macht's gut.